Hallo, willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute mache ich meine eigene Geburtstagstorte. Das ist überhaupt nicht traurig. Und ich mache heute Karottenkuchen mit Frischkäseverzierung und ich mache das in Form von einem Fabergé-Ei. Ich freue mich, das heute zu machen. Legen wir los! Ich habe insgesamt 6 Schichten Karottenkuchen gebacken für diese Torte und habe 5 benutzt. Ich fing an mit einer Schicht 10 cm Kuchen, dann 18 cm Schicht obendrauf. Dann habe ich Spieße und ein Brett dazu getan für Stabilität, das wir zu einem Doppelhochkuchen machen. Dann tue ich noch eine Schicht 18 cm Kuchen drauf, Verzierung, 10 cm Schicht, Verzierung, 10 cm Schicht. Dann schnitt ich vorsichtig die Eiform. Ich fing an mit der oberen Hälfte runter bis zum Brett. Dann schnitte ich die untere Hälfte in der andere Richtung von groß zu klein. Ich habe ein bisschen Zeit genommen, die Form des Eis ein bisschen zu verfeinern. Dann streiche ich die Torte mit Frischkäseverzierung. Glättete es vorsichtig und kühle ihn im Kühlschrank eine halbe Stunde, um die Verzierung fest werden zu lassen. Während ich auf meine Torte wartete, mischte ich meine Fondantfarben. Ich wollte tiefer Rot haben, also mischte ich eine gute Menge rotes Fondant mit ein bisschen Schwarz. Wenn man Schwarz mit Fondant mischt, nur ein bisschen auf einmal ein bisschen reicht. Dann tat ich ein bisschen pinkes Fondant für eine vielfältigere Farbe. Dann mischte ich Gelb und Orange zusammen, um Gelb-Orange zu machen, das ich später Gold malen werde. Dann streiche ich die Torte nochmal mit mehr Frischkäseverzierung. Das Verzierungsrezept auf meinem Kanal ist stabil unter Fondant, obwohl man Frischkäseverzierung normalerweise nicht so benutzen kann. Dann rollte ich rotes Fondant aus und legte es auf die Torte. Diese Torte war eine Herausforderung zu decken, weil es so groß war. Ich glättete es mit meinen Händen so gut wie ich konnte, obwohl das Fondant auch gerissen ist. Je weiter runter ich glättete, desto schlimmer sah es aus. Also, irgendwann mal entschied ich mich, eine Kante zu machen in der Mitte. Die meisten Fabergé-Eier haben sowieso eine Stelle, die aufgingen. Also schnitt ich das Fondant ab, das noch sauber war und konnte wiederverwendet werden, und zog das Fondant mit Verzierung ab. Dieses Fondant kann nicht wiederverwendet werden und muss weggeschmissen werden. Ich reparierte die Verzierungslücken und rollte einen Streifen rotes Fondant aus, um die andere Hälfte des Eis zu decken. Ich wickelte es um die Torte herum und schnitt eine relativ gerade Kante. Ich merkte dann, dass mein Ei leicht schief war. Ich entschied mich, dass ich die Torte noch kühlen musste, um mehr Stabilität zu verleihen. In der Zwischenzeit benutzte ich meinen Clay Extruder, um Linien aus gelb-oranges Fondant zu machen. Ich machte eine Handvoll dünne Linien
und eine dicke Linie. Jetzt, dass meine Torte eine Weile gekühlt hat, holte ich es wieder raus und schnitt das rote Fondant in einer geraden Linie. Dann platzierte ich die dicke Schnur gelb-oranges Fondant direkt über die Kante. Dann legte ich eine dünne Schnur obendrauf. Dann platzierte ich eine dünne Schnur unten auf der Torte. Dann legte ich eine dünne Schnur in einem Kreis oben um die Torte. Sowie eine zwischen der oberen Linie und der mittleren Linie. Und noch eine zwischen der mittleren Linie und der unteren Linie. Ich füllte ein paar Lücken hinten an der Torte mit ein bisschen übriges Fondant. Dann platzierte ich ein paar X in der Mitte der Torte. Dann eine V und zwei I. Das bedeutet 37 in römischen Zahlen, was mein Alter entspricht. Dann platzierte ich ein paar kleine Blumen um die Torte. Dann mehr in der Linie unter der römischen Zahlen. Ich benutzte eine Fondant-Pressform, um die Ornamente zu machen, die ich oben benutzt habe. Ich fand, es ähnelte einer Krone. Dann tat ich noch ein paar Blumen, um die Reihe mit römischen Zahlen zu vollenden. So wie die Linie unten auf das Ei. Ich hatte immer noch eine schlimme Kante, was ich mit einer dicken Schnur von gedeckt habe, was aussehen soll wie eine Stütze für das Ei. Ich tat noch eins dazu, ungefähr ein Drittel der Weg um das Ei, an was ich als die Rückseite ausgewählt habe. Dann malte ich das gelb-orange Fondant mit goldener Pulverfarbe gemischt mit klarem Alkohol. Auf Fondant malen dauert ziemlich lange, also drehte ich die Aufnahme hoch, damit es nicht zu langweilig ist. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, denkt daran zu abonnieren für eine neue Torte jede Woche, sowie regelmäßige Bonusvideos mit Rezepten und andere Tutorials. Als letzter Schritt platzierte ich goldene Zuckerperlen in der Mitte aller Blumen und zwischen den Ornamenten.
Ich liebe diese Torte. Ich meine, was ist eleganter als Fabergé-Eier? Und personalisiert für meinen eigenen Geburtstag. Aber auch ein bisschen ostermäßig. Ich liebe Frühling. Es ist meine Lieblingsjahreszeit. Und was passt besser zu Frühling als Eier, Karottenkuchen und Frischkäseverzierung? Alles Gute zu meinem Geburtstag! Besucht unsere Webseite americanbakerandgermany.de für eine komplette Liste von allen unseren Torten und Tutorials. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonnieren nicht vergessen! Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.